Hey und herzlich willkommen zu diesem kurzen Update-Video. Beim gestrigen Update ist auf jeden Fall eine neue Quest reingekommen, die werden wir ganz am Anfang machen. Danach zeige ich euch auf jeden Fall noch, was noch dran gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir hier bei Avalon eine Quest. Interessant, ja, finde ich auch. So viele gefrorene Körper, ein Winter ohne Ende, kann das sein? Vergib mir, Mandy, ich bin noch immer wegen eines Traums aufgewühlt, den ich letzte Nacht hatte. Aus dem Norden rollten dunkle und donnernde Wolken herab. Erde ist von Schnee bedeckt, Freunde und Verwandte sind in Eisblöcken eingeschlossen. Und dann dieser Schrei, dieser Schmerz. Er kam von einem Ort außerhalb der druidischen Vorsehung, jenseits des Tors aus Eis. Ich bin sicher, dass es nur ein Traum war und nicht mehr. Und doch... Es ist keinesfalls ungewöhnlich, dass jene von uns, die stark mit dem Mondkreis verbunden sind, Träume oder Visionen haben, die sich später erfüllen. Nicht jeder träumt in einem, nicht jeder Traum ist eine Prophezeiung. Und nicht jede Prophezeiung darf wörtlich genommen werden. Und dies macht diese Gabe eher zu einem Fluch. Wir Druiden müssen vorsichtig damit sein, vorsichtig damit umgehen. Wir dürfen nicht vergessen, was der armen Cassandra von Troja zugestoßen ist. Wenn wir die Bedeutung dieser Vision überdenken, sollten wir vielleicht weitere Untersuchungen einleiten. Mandy, du hast doch sicherlich von den Kaltern gehört, oder? Sie sind ein freundliches, wenn auch ein etwas zurückgezogenes Volk, das jenseits des Tors aus Eis lebt. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass sie Abgesandte durch das Tor geschickt haben. Vielleicht könntest du sie kurz besuchen und sicherstellen, dass in ihrem Teil des Waldes alles in Ordnung ist. Und dann weiß ich, dass dieser Traum nur ein normaler Albtraum war und kann endlich wieder ruhig schlafen. Okay, wo muss ich hin? Nach der ganz hinten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich dort wieder. Ja gut, ich habe gedacht, dass man da jetzt hinfahren kann, da da mal ein Transporter war. Jedoch sind die Kalter jetzt laut dem Update weg. Werden wir wahrscheinlich auch gleich sehen. Weswegen auch der Transporter weg ist. Manu. Na gut. Es ist offen, das ist mega cool. Und sie reiten da gerade rein. Oh, mit den alten Fjordis. Ja, die Fjordis sind übrigens jetzt auch weg. Für eine unbegrenzte Zeit. Ich weiß nicht, wo sie landen oder wann sie wieder zurückkommen. Oh. Oh Mann. Ich wollte auch unbedingt mal rein. Aber dass sie nicht mal irgendwas sagen. Nein! Kann man... Oh. Wohin sind die Kater so schnell verschwunden? Ist das wohl möglich ein Beweis dafür, dass Avalons Traum prophetisch war? Ach, keine Ahnung. Ich sollte zu Avalon zurückkehren und ihm sagen, was ich gesehen habe. Oh, wo ist der Transporter, wenn man ihn braucht? Ah, oh, Pauli! Okay, wir sehen uns gleich bei Avalon wieder. So, wir sind wieder zurück bei Avalon. Upala. Ich hoffe, dass dir die Kalter versichert haben, dass im Tal alles absolut friedlich ist und dass wir uns wieder um bedeutendere Angelegenheiten wie die neue Gruppierung der Soul Rider für den anstehenden Kampf gegen Darkcore kümmern können. Das nimmt uns eine große Last von den Schultern, denn ich könnte es nicht ertragen, wenn... Sie haben was? Du bist dir sicher, dass deine Sinne dir keinen Streich gespielt haben? Die Kalter sind hinter das Tor aus Eis geflohen und da war ein blutrünstiges Brüllen? Warum bewahrheiten sich nur meine schlimmsten Träume? Erst vergangene Woche träumte ich, dass Alex einen Welpen zu mir brachte. Aber selbstverständlich war diese wunderbare Vision nicht im geringsten eine Prophezeiung. Es ist sonnenklar, dass die Bewahrer Aidens das Tal des verborgenen Dinosauriers genau im Auge behalten müssen. Ich werde augenblicklich ein Eichhörnchen zum Beobachtungsmeister schicken. Aber jetzt sollten wir die anderen Zauberer nicht damit beunruhigen. Die Schwesternschaften hat schon genug Probleme, ohne sich auch noch um eine eisige Apokalypse sorgen zu müssen. Oh Mann, okay. Das war die Quest. War nicht lang, aber naja.
Star Stable musste noch eine Quest natürlich raushauen. Übrigens ist noch ein Teaser rausgekommen. Der Teaser geht um das neue Fjordpferd. Das kommt nächste Woche Mittwoch und ich bin schon sehr gespannt. Ich fand es im Teaser sehr, sehr süß. Jedoch finde ich es trotzdem schade, dass das alte Modell weg ist. Es war irgendwie so, es ist schon so lange in dem Spiel, ich glaube 2 oder 3 Jahre und dann auf einmal so wieder ein Remake, obwohl ich das alte Modell gar nicht so schlecht fand. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich finde das alte Modell eigentlich ziemlich, ziemlich schön und ja, in dem Teaser war es auch hübsch. Ne, es ist halt immer, die alten Modelle, die verschwinden immer weiter und immer weiter. Klar, die neuen Modelle sind wunderschön. Meistens, wenn der Trab zum Beispiel beim Trakehner nicht wäre oder, naja, es gibt ja immer irgendwas, was man nicht so schön findet. Jedoch, dass sie alle von der Bildfläche verschwinden lassen, finde ich ein bisschen krass. Hier ist auch noch eine Quest. Okay. Ich sehe, dass du auf einem Pferd reitest. Magst du Pferde? Dann bin ich fest davon überzeugt, dass du Möwen lieben wirst. Warum? Möwen sind abenteuerlustige Kreaturen, die so ziemlich alles können. Sie geben dir das Gefühl, dass einen überkommt, wenn man eine Bindung mit einem Pferd eingeht. Du wirst sicher schon eine Verbindung mit einer Möwe eingegangen. Du bist sicher schon eine Verbindung mit einer Möwe eingegangen, nicht wahr? Wunderbar. Aber warum sollte man bei einer aufhören? Schließlich weiß doch jeder, dass Möwen am besten in Teams arbeiten. Du bezweifelst, dass eine Möwe ein gutes Haustier sein kann? Normalerweise würde ich dir dabei zustimmen. Aber das sind Möwen, die ich von der Ölkatastrophe von GED gerettet habe. Und sie suchen nach einem guten Zuhause. Kannst du ihnen dieses Zuhause bieten? Schau nur, viele Möwen suchen nach einem neuen netten Menschen, der sie nach seine Fittiche nimmt. Ich habe gehört, die sind sehr, sehr teuer. Ja, guck mal, 350 Starcoins. Können aber auf dem Kopf sein. Also einmal eine ganz normale, dann eine Herbstmöwe und eine schicke Möwe. Okay, ja. Möwe jagt inzwischen gerne Nebelfüchse und hilft anderen Tieren, die ihr über den Weg laufen. Ja, also, sie sind süß. Das will ich nicht bestreiten. Nur, was ich bestreite, ist, dass sie sehr teuer sind. So teuer wie dieses Pony hier. Ich glaube, das haben schon einige gesagt. Jedoch, es ist wirklich viel. Das sind 4 Wochen, die man für diese Möwe warten müsste. Das ist ein Monat und das Jahr hat nur 12 Monate. Ah, ich finde es ziemlich happig. Wirklich. Ich würde mir jetzt keine kaufen. Ich habe ja die Geburtstagsmöwe. Die finde ich reicht vollkommen aus, aber kann meine auch auf dem Kopf sein? Irgendwie? Ich weiß nicht. Nee, kann sie nicht. Schade. Oder gibt es da irgendwas? Nee, keine Ahnung. Naja, das war das Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand das Update ziemlich kurz, aber dafür gibt es nächste Woche das Remake. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, sagt mir, wie ihr das Update fandet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!